kocht dort Ali Güngormüs auf Sternenniveau. Er ist der einzige türkische Koch der Welt mit einem Michelin-Stern. Der Sohn eines Gastarbeiters kam als 10-Jähriger nach München, begann mit 16 eine Kochlehre. Er lernte in einfachen Wirtshäusern und noblen Sternerestaurants. Ein Jahr, nachdem der bayerische Türke das Hamburger Le Canard übernommen hatte, adelte der Michelin seine Küche mit einem Stern. Wir haben gestern eine neue Speisekarte geschrieben. Die ist jetzt auf Herbst nicht mehr, fast eher winterlich jetzt angehaucht. Also mit Eiselbeeren, Ente, dann Gans, klar, Lebkuchen, Schokolade. Jetzt kommt schon wieder ein bisschen zu die deftigen Sachen. Also die gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau. Erste Voraussetzung, einen Michelin-Stern zu bekommen und zu behalten, ist der Einsatz bester Zutaten. Auch Ali Güngormüs würde niemals minderwertige Produkte in seine Küche lassen. Wir sind in Ordnung, also eigentlich schon top, und auch schwer. Bei Hummer gibt es mal einen Trick, die leben zwar. Also Hummer, es ist ja so, wenn man Hummer lange im Becken aufhält und wenn er nicht zu fressen kriegt, frisst er sich von selber auf. Er braucht irgendwie Nahrung. Und manchmal wird, wenn du einfach Hummer geliefert, das sind zwar, die leben zwar, aber es sind eigentlich total leicht. Und da ist ja dann nichts dran, sozusagen. Und ich gucke einfach, wie fit der ist eigentlich und auch, wie schwer der ist. Hummer ist ein Muss in der Sterne-Gastronomie. Nein, also wir kochen nicht nur nach Edelprodukt, nur weil wir Stern haben, heißt es nicht gleich immer Kaviar, Hummer und nur das Teuerste. Sondern wichtig ist, was ist auf dem Markt? Was ist sehr gut an Qualität, was ist jetzt momentan top, was ist Pflicht, was ist Muss. Und das kaufe ich dann an. Ich telefoniere dann oft mit meinen Lieferanten und frage sie, was auf dem Markt ist, was sie mir empfehlen können. Und danach koche ich auch, danach gestalte ich auch meine Speisekarte oder mein Menü. Heute habe ich zum Beispiel Top-Steinpilze bekommen, werde ich heute extra Empfehlung. Schöne gebratene Steinpilze mit schön ein paar Kirschtomaten und mal gucken, was man noch dazu machen. Das reicht schon. Steinpilze waren rar in dieser Saison. Umso mehr freut sich der Koch über die erstklassige Qualität der Ware. Ich liebe sowas hier, ne? Es ist schön fest. Das sind nicht irgendwie, die haben nicht zu viel Schwamm. Die meisten haben hier zu viel Schwamm, aber der hat jetzt auch ein bisschen, aber das ist so, kann man noch betreten, ne? Muss was wegnehmen hier. Und dann kann man das schön aufschneiden. Ah, freu mich. Noch ein anderes Paket wurde an diesem Tag angeliefert. Es enthält ausnahmsweise nichts Essbares. Das sind meine Bücher. Sag mal, was ist denn jetzt los? Neue Ware, immer gespannt. Was für Bücher? Das neue Kochbuch von mir. Ui, das sieht aber schon mal schön aus. Das ist eigentlich so mein erstes richtiges Kochbuch sozusagen. Und ich habe sehr viel Zeit investiert, sehr viel Arbeit, wirklich. Sehr viel Freizeit da investiert. Freizeit habe ich sowieso sehr wenig. Und das, was ich hatte, habe ich 5 Monate lang hier investiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das geworden ist. Aber es sieht ja von außen schon mal gut aus. Was macht daran so viel Arbeit? Hinsetzen, Rezepte schreiben kann nicht so schwer sein. Doch, das ist schwer. Jedes Rezept ist ja nicht gleich. Und deswegen, nein, natürlich, Rezepte schreiben. Die Probe kochen, dann kochen, fotografieren, neue Ideen einfließen lassen, wie man anrichtet. Das ist nicht so einfach. Nee. Aber ich muss mal in Ruhe mal durchgucken. Nicht jedes der 100 Rezepte eignet sich zum Nachkochen am heimischen Herd. Ich möchte, dass die Leser immer wieder das Buch angucken und auch da rumblättern und eventuell halt. Ja, wenn es denen gut gelingt, nachkochen. Ja, toll. Ein bisschen was Exotisches, ein bisschen was Einfaches, ein bisschen was Orientalisches. Das ist genau, ja, meine Küche halt, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Das ist ein Zweierlei vom Gamba. Einmal in einem Strudelblatt ausgebacken und einmal gebraten. Dazu etwas Daikon-Kresse-Salat und ein Annapurna-Curry-Creme. Ich liebe Curry
Und das ist so einer meiner Favoriten. Das ist auch total super gelungen, also es hat toll fotografiert und sieht einfach ja, sehr appetitlich aus. Und ist einer unserer Klassiker. Mittags im Lückernar. Auf der Karte steht heute Kabeljau in Senfsoße. Ein typisch norddeutsches Gericht, neu interpretiert. Es ist 12:05, als der Kabeljau geliefert wird. Frischer kann ein Fisch kaum sein. Während Ali Güngörmüş und seine Mannschaft für die Mittagsgäste kochen, klingelt das Telefon. Der ist am Apparat. Immer wieder bekommt der Sternekoch Anrufe von Menschen, die von ihm umsonst Gutscheine für ein Essen in seinem Restaurant erbetteln. Gutscheine, die auf Wohltätigkeitsveranstaltungen für einen guten Zweck verkauft werden sollen. Die Anrufer wissen, Güngörmüş hat ein großes Herz. Also ganz ehrlich gesagt, ich mache das ja gerne sowas, aber unsere Kapazitäten für dieses Jahr sind schon erschöpft. Ich habe schon zu viele Gutscheine für einen guten Zweck rausgegeben, dass ich jetzt eigentlich momentan nichts mehr machen kann. Doch die Anruferin lässt nicht locker. Ja, aber wissen Sie, es ist so. Es geht ja nicht darum, es geht darum, es sind so viele Anfragen. Es ist wirklich so. Wem soll man denn jetzt, ich muss es wahrscheinlich in Zukunft auch selektieren, weil man kann nicht jedem das geben, das ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, überhaupt gar nicht, Gottes Willen. Es ist doch jetzt nicht das letzte Mal, also, ne? Ich kann immer noch einen Gutschein geben, aber für dieses Jahr habe ich wirklich schon viel rausgegeben. Für Sie vielleicht noch nicht, aber es sind so viele da. Der eine. Okay, gut. Also dann machen wir das so. Und nächstes Jahr, November, also in einem Jahr, kriegen Sie von mir einen Gutschein. Okay? Sag mal du. Genau, bemerken Sie mal. Tschüss. Man kriegt so viele Anrufe mittlerweile und ich unterstütze gerne solche Aktionen. Nur man kann. Immer geht es nicht. Und ich habe schon dieses Jahr einfach 7, 8 Stück schon rausgegeben. Und es kommen immer wieder Anrufe. Das geht nicht. Und sie war halt ein bisschen traurig oder hat es halt nicht so mit positiv aufgenommen, weil ich eine Absage erteilt habe. Aber es wird zu viel sonst. Ne? Man muss irgendwann mal eine Grenze setzen, weil irgendwann kommt man auch sonst sich auch ausgenutzt vor. Man muss ja ein gutes Gefühl dabei haben. Mittags kocht und serviert die Brigade vom Kanar in einem anderen Rhythmus als abends. Während am Abend vor allem Genießer im Restaurant sitzen, geben am Mittag Geschäftsleute den Takt vor. Alles muss schnell gehen. Das ist der Kabeljau, der kurz vorm Service angeliefert wurde. Der wurde einfach in Olivenöl und Kräutern gebraten mit Endiviensalat, Kapern-Gemüse, Kartoffel-Laugratin, Tomate und etwas Senfsoße wird es jetzt angerichtet und auch serviert. Service bitte. Bis vor kurzem kannte Ali Güngörmüş vor allem die Sonnenseiten im Leben eines Kochs. Gäste und Kritiker lobten ihn. 2004 wurde er Aufsteiger des Jahres. Die Krönung war der Michelin-Stern. Umso mehr traf ihn ein Verriss im Feinschmecker. Die Testesser des Gourmet-Magazins mokierten sich über dramatisch versalzene und viel zu süße Speisen. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Zumal die Dame einmal da war und das finde ich halt, man kann ein Jahres, also was ich nicht verstehe, eine Jahresleistung kann man nicht an einem Tag bewerten. Ich habe auch mal einen schlechten Tag, auch meine Mannschaft hat einen schlechten Tag. Und wenn es so ist, wenn es wirklich zu süß oder zu salzig ist, würde ich doch sagen. Ne? Also wenn ich jetzt als Gast irgendwo hingehe und ich kriege was, wo es wirklich versalzen ist, dann würden sie sagen, tut mir leid, es ist versalzen, lass mir es neu machen. Aber nichts sagen und dann hinterher schreiben, weiß nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, ich habe mich natürlich schon geärgert, ja, logisch. Es gibt immer etwas zu tun, auch nachmittags, wenn die Mittagsgäste gegangen sind und die Abendgäste noch nicht warten. Im Restaurant sind ein paar Glühbirnen defekt. Der Chef hat sich persönlich auf den Weg gemacht, um neue zu besorgen. Ich habe gerne, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Ich lege großen Wert auf Disziplin und ich möchte auch über alles informiert sein.
Ich möchte nicht vor meinem Personal stehen und sagen, ich weiß es auch nicht. Wenn er Lebensmittel für das Lükanar einkauft, achtet Ali Güngormüs zunächst auf die Qualität und erst dann auf den Preis. Im Elektromarkt ist das anders. 3,99 für ein Stück, das ist mir zu teuer. 3,99 für so ein kleines Ding. Nee, da gibt's bestimmt auch eine andere Sorte. $45 bitte. Ganz schön teuer, ne? Mhm. Brauchen Sie Quittung? Bitte unbedingt. Der Koch vertraut seinen Leuten. Mit den meisten arbeitet er schon seit Jahren zusammen. Dennoch mag er vieles nicht an sie delegieren. Eigentlich muss man auch mal lernen, was abzugeben. Man kann nicht alles alleine machen. Ich habe ja gute Leute eigentlich. Nur es ist auch kein Misstrauen. Nur ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss bitte was abgeben. Ich muss vielleicht das noch lernen. Manchmal denke ich auch so, sage ich, okay, vielleicht wollen die das auch nicht. Und ich habe irgendwie, davor habe ich so ein bisschen, ja, Hemmung, wo ich sage, okay, ich mache mir vielleicht da Gedanken darüber. Ja, aber eigentlich muss man mal fragen, sich selber fragen, wie war es denn zu deiner Zeit, wo du Angestellter warst? Wenn der Chef gesagt hat, ja, hier, wir brauchen, geh mal zum Metro und kauf mal das und das, bin ich eigentlich gerne hingefahren, sozusagen. Ja, weiß nicht, ich muss auch lernen. Zurück im Restaurant. Natürlich dreht der Chef die Birnen selber ein. Ah, super. So, die ist ja nicht so noch gut, ne? Heben wir mal auf, Frank. Wollen Sie alle auswechseln? Ja, ich will mal ausprobieren, wie lange die jetzt halten, weil ich habe jetzt extra teure gekauft. Eine Investition, die sich offensichtlich gelohnt hat. Sieht toll aus. Die Küche von Lea Linster gehört zu den kulinarischen Höhepunkten des Großherzogtums Luxemburg. In dem zweitkleinsten Staat der Europäischen Union hat es bisher nur eine Frau in den Olymp der Sterneköche geschafft. In ihrem Restaurant Lea Linster Cuisinière kocht die Spitzenköchin nun schon seit mehr als 20 Jahren. Früh übt sich. Bereits als Kind kreierte die 53-Jährige Menüs für Eltern und Geschwister. Vor wenigen Wochen zeichnete sie der Gourmillot mit 18 von insgesamt 20 Punkten aus. Wir fangen immer so an, als sei nichts gewesen. Das ist für mich sehr wichtig. Er fängt ja jetzt an hier so auf dem schönen Ding. Und nicht, dass das, sonst sieht die Küche immer nach Arbeit aus. Und das habe ich nicht gerne. Es soll so aussehen, dass es schön ist und dass es würde da gelebt werden. Nicht immer diesen Industrieeffekt, diesen Arbeitseffekt, das habe ich nicht so ganz gern. Deswegen sieht meine Küche auch ein bisschen aus, hat so teilweise wie eine private Küche. Empathie und Leidenschaft für den Beruf müssen alle mitbringen, die in Lea Linsters Küche arbeiten wollen. Auch bei der Auswahl der Produkte kommt es der Sterneköchin vor allem auf die Qualität an. Der schöne isländische. Beide sind aus Island. Das ist das Island. Das ist alles isländische Ware. Das habe ich sehr gerne, denn die haben den besten Kabeljau, den man sich vorstellen kann. Und ich liebe es, wenn ich so ein Gericht mache mit Kabeljau, nur mit Remouladensauce. Das klingt ganz einfach, aber wenn man das isst, das vergisst man nie. Ja. Denn die Qualität macht's. Und auch ich finde, dass man den Fisch ja auch, wie Hühnern und Fischen, denen muss man die Gelegenheit geben, zu zeigen, was sie an sich haben. Ein Gespür für Gaumenfreuden entwickelte Lea Linster bereits in jungen Jahren. Ihr Großvater war Bäcker, ihr Vater Konditor. Ein Erbe, das verpflichtet. Hier sind die Brötchen und heute Mittag sind wir geschlossen. Heute haben wir ein Bankett. Und dann hat Dominik uns die Brötchen vorgebacken und wir machen sie jetzt im Ofen fertig. In der Zwischenzeit kümmert sich die Küchenbrigade um die Zubereitung des Lachs. 10 Feinschmecker werden erwartet. Viel Zeit für die Vorbereitung bleibt nicht. In einer Stunde muss das 5-Gänge-Menü auf dem Tisch stehen. Ihr macht das gern, gell? Also, das muss ich sagen. Keiner macht das schöner als deutsche Köche, um den Salat so einzufüllen. Ja, die Franzosen machen das nicht so schön, Kavi. Die machen das viel zu schnell. Die lassen sich. Die nehmen sich da keine Zeit dafür. Die sehen das nicht so. Die Deutschen können das am allerbesten. Guck dir das an.
Mit viel Liebe fürs Detail entstehen hier kleine Kunstwerke. Heute gibt es hier diesen Hummersalat und danach kriegen die einen Fisch. Was haben die an Fisch, Corby? Ein Lachs. Ah ja, diesen Lachskonfit, das ist sehr interessant. Und dann danach Bisch, also Hirschrücken. Hirsch. Ach, nicht so viel Soße drauf, Corby. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bei Madame Linster ist Perfektion gefragt. Mal nicht das Brötchen hier und so eins mit einer schönen Spitze. Zeig, hier. Das hat so eine typische Spitze von uns. Welches würden Sie lieber haben jetzt von den beiden? Das mit der Spitze, weil da ist irgendwas dran, wo man meint, das ist noch besser. Durch diese Spitze, das ist bewusster, extra gemacht. Das kommt nicht von alleine dahin. Der Teig geht auf und die Spitzen vergehen dann. Aber ich habe die Brötchen extra so gemacht, damit man sehen kann, dass sie hausgemacht sind. Denn ich finde es immer dumm, wenn man was selber macht und dann ein Industrieprodukt nachahmt. Außer es ist für einen Witz, also es kann lustig sein, aber da muss es so gesehen sein. Aber Brötchen, die sollen